In der Küche braucht man zum Kochen immer wieder Brühen, zum Ablöschen oder zum Ansetzen von einer Soße. Egal was man machen möchte, die Flüssigkeit, die etwas Geschmack hat, die den Geschmack auch in einer gewissen Weise vorgibt, ist immer vonnöten. Sei es eine reine Gemüsebrühe, eine Fleischbrühe aus Rinderknochen oder vom Geflügel. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich heute, denn es ist wirklich sehr einfach. Wir benötigen dafür natürlich Rindfleisch, da wir eine schöne Rinderbrühe kochen. Ich habe zum einen eine Beinscheibe, die verwende ich dann auch weiter, also das Fleisch, weil ich in den kommenden Tagen noch einen Gaisburger Marsch kochen möchte. Dann haben wir hier Soßen oder Brühknochen, also ein großer Knochenanteil. Des Weiteren Gemüse. Das ist so das Suppengrün, was man auch im Laden kaufen kann. In dem Fall Karotte, Lauch, Sellerie, Petersilie, Zwiebeln habe ich mit dabei und noch eine Knoblauchzehe. In meinem Topf habe ich schon mal kaltes Wasser, das ist ganz wichtig. Also wirklich, es ist kalt, ich kann reinfassen. Und da gebe ich jetzt erstmal mein Fleisch mit rein, beziehungsweise die Knochen. Auch die Beinscheibe, die hat noch ein Mark innen drin vom Knochen. Ich kann jetzt schon mal den Herd anmachen, nicht auf volle Temperatur, sondern so auf Stufe 6 von 10. Denn das Wasser soll sich langsam erwärmen, so dass der Geschmack aus dem Fleisch wie auch aus dem Gemüse auch in das Wasser übergehen kann. Des Weiteren nehme ich mein Gemüse und da muss ich gar nicht viel machen. Ich könnte es im Ganzen reinschmeißen, ich schneide es aber ein bisschen kleiner. Dadurch vergrößere ich die Oberfläche und der Geschmack kann besser und schneller austreten. Ich schäle das Gemüse gar nicht großartig. Ich habe es gewaschen, das reicht völlig aus. Und dann kommt hier der Sellerie mit dazu, die Möhren auch. Wenn man die Möhren noch mitessen mag, empfiehlt es sich, die deutlich später hinzuzugeben, weil die werden so richtig matschig und weich. Also die Möhren dazu. Da gab es früher die Methode, dass man die Zwiebel halbiert hat und dann sehr, sehr heiß angebraten hat in der Pfanne mit ein bisschen Alufolie dazwischen, dass die Pfanne nicht verkohlt. Und man hat sehr, sehr dunkle Röststoffe entwickelt. Das hat ein bisschen dazu geholfen, dass die Brühe eine schönere Farbe bekommt, also ein bisschen goldbrauner wird. Ich bin kein großer Fan davon, denn wenn ich bewusst etwas verbrennen lasse, dann bilde ich Acrylamid. Das ist nicht so besonders gesund. Deswegen gebe ich die Zwiebel so rein. Allerdings mit der Schale, da ist auch ein toller Farbstoff drin. Und wenn mir meine Brühe später von der Farbe ein bisschen zu hell ist, mein Trick, ich gebe einen ganz kleinen Schuss Sojasauce mit rein. So, die zweite Zwiebel kommt auch hinzu. Meine Knoblauchzehe halbiere ich auch, damit einfach der Geschmack besser rauskommt. Und noch die Petersilie. Das wäre eigentlich schon alles, was ich da drin brauche. Meine weiteren Gewürze gebe ich erst später dazu. Hier drin habe ich zwei getrocknete Steinpilze. Die gebe ich auch immer in die Brühe mit rein. Da steckt so ein ganz kleines bisschen Umami drin. Der Geschmack wird runder. Des Weiteren zwei Lorbeerblätter. Und dort drinnen habe ich dann noch zwei Wacholderbeeren und etwas Pfefferkörner. Man kann natürlich auch mehr Wacholder reinmachen, wenn man zum Beispiel eine Basis kocht, aus der man dann eine Wildsoße machen möchte. Man kann auch mit Nelke arbeiten, wenn man so ein kleines bisschen zum Gänsebraten eine Brühe braucht, um dann später die Soße damit abzulöschen. Wir sind im Geschmack relativ neutral. Wir wollen eher kräftig diesen Rindergeschmack haben und wir sind noch nicht in der Weihnachtszeit. Das Ganze dauert jetzt etwa so eine Stunde, wie es langsam warm wird und vor sich hinköchelt. Und dann mit der Zeit steigt geronnenes Eiweiß oben auf. Und dieses Eiweiß muss ich immer wieder abschöpfen. Deswegen kommen hier diese Gewürze noch nicht mit dazu, denn die würde ich dann später mit ausschöpfen. So kann man es aber mal stehen lassen, denn in Summe braucht so eine Brühe um die 2,5 bis 3 Stunden. Der Ansatz für die Rinderbrühe hat jetzt etwa eine Stunde ganz leicht geköchelt. Ich beginne jetzt hier oben den Schaum, den man da sieht, abzunehmen. Das sind einfach Trübstoffe und aus dem Fleisch Eiweiß, was gerinnt und sich dann nach oben absetzt. Diesen nehme ich jetzt schon mal runter. Das ist wichtig, denn wenn man das lange drin lässt und der Topf vielleicht doch noch anfängt, irgendwann etwas zu kochen, dann sind es Trübstoffe, die dann auch meine Brühe einfach nicht mehr so schön scheinen lassen. Wenn ich das draußen habe,
gebe ich dann meine Gewürze dazu und lasse es einfach wieder weiter vor sich hin köcheln. Die Brühe hat jetzt 3 Stunden vor sich hin geköchelt, ganz langsam, also nicht voll kochend. Und ich nehme immer wieder den Schaum, der sich oben bildet, ab. Wenn ich dann mit meinem Ergebnis zufrieden bin und das meiste von Schaum und auch den Trübstoffen entfernt ist, nehme ich diesen gesamten Topf und gieße ihn einmal um. Wichtig ist jetzt aber nicht groß zu rühren, sonst wird die Brühe und der Ansatz einfach wieder trüb, sondern ich nehme ihn vorsichtig und gieße ihn durch ein Etamin. Ein Etamin ist auch ein Passiertuch, wenn man das nicht zur Hand hat, kann man natürlich auch ein Küchentuch nehmen. Man sollte nichts verwenden, was man davor schön mit irgendeinem feinen Waschmittel gespült hat oder gewaschen hat, weil sonst geht das Aroma dann auch eventuell in die Brühe rein und das wollen wir natürlich nicht. So, ich gieße jetzt hier vorsichtig um. Wer sich etwas unsicher ist, sollte vielleicht davor vorsichtig das Gemüse und das Fleisch rausnehmen, denn wenn das hier reinfällt, dann könnte es etwas spritzen. Deswegen gießt man auch immer weg vom Körper, dass, wenn es spritzt, einen selber nicht trifft, sondern immer die anderen. So, ich gieße jetzt hier rein und dieses Tuch nimmt dann mal die groben Trübstoffe auf. Die Rinderbrühe ist jetzt kalt. Man kann auch sehr gut erkennen, dass sich hier oben so ein bisschen die Fettaugen gefestigt haben. Die kann man jetzt schön abnehmen mit so einem ganz kleinen feinen Sieb. Man könnte es auch noch mal durch ein Tuch durchlaufen lassen. Ich nehme das Sieb, das geht einfach etwas schneller. Um jetzt aus der Brühe bzw. Kraftbrühe eine doppelte Kraftbrühe zu machen, wird sie noch geklärt. Dafür habe ich 400 Gramm Hackfleisch, 2 Eier und auch noch etwas Eiswasser, also wirklich richtig kaltes Wasser. Ich gebe das mal mit zum Hackfleisch dazu. Als nächstes trenne ich die Eier und gebe nur das Eiklar mit zu dem Hackfleisch in die Schüssel. Nun vermenge ich das Ganze und gebe dann diese Mischung aus dem Eiklar, Eiswasser und Hackfleisch mit in meinen Topf. Und auch hier verrühre ich jetzt diese Mischung zum Klären mit der Brühe. Es sieht jetzt nicht mehr schön aus, aber das gehört dazu. Jetzt kommt der Topf auf meinen Herd und ich erwärme ihn jetzt langsam auf der Stufe 3 bis 4. Wer möchte, kann hier auch nochmal sehr kleine und fein gewürfelte Karotten oder Selleriestückchen mit reingeben. Ich lasse es jetzt einfach so, stelle den Herd an und dann dauert das Ganze nochmal etwa so 1,5 Stunden. Zu Beginn sollte man immer ein bisschen rühren, damit der Kläransatz unten am Topf nicht beginnt festzukleben. Die Brühe stand jetzt noch mal 1 Stunde lang auf dem Herd mit dem Ansatz zum Klären. Man kann es auch sehr schön sehen, dass hier das geronnene Eiweiß von dem Hackfleisch und dem Ei selbst nach oben gestiegen ist. Ich nehme jetzt diesen Topf und werde alles noch mal durch ein feines Tuch passieren. So schaut sie jetzt aus, unsere doppelte Kraftbrühe, Consommé Double, man kann sie nennen, wie man möchte, Hauptsache sie schmeckt. In der Karaffe haben wir hier auch so schön eine bernsteinfarbene Einfärbung, sie ist schön klar. Ich wünsche da viel Spaß beim Nachkochen, es ist natürlich ziemlich aufwendig, aber eher die Zeit, die das Ganze dauert, die Zubereitung geht eigentlich fast von selbst. Wenn man eh in der Küche steht und Abschnitte hat, sei es von der Karotte, Zwiebel, Sellerie, dann kann man einfach das auch im Kleinen machen, nebenher immer eine Brühe ansetzen, denn die kann man immer gut weiterverarbeiten. Viel Spaß beim Nachkochen und auf Wiedersehen.